Stress vor der Küste von Boston. Herzlich willkommen zurück bei Civilization 6 und mit dem neuen Leader Pass, der rausgekommen ist. Es ist die vierte Folge. Wir spielen mit Abraham Lincoln. Ihr seht ihn hier oben vom amerikanischen Reich. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, einfach in die ersten Folgen reinschauen. Und vor allen Dingen, kleinstmögliche Werbung, lasst mir gerne ein YouTube auf Abo. Andersrum, ein Abo auf YouTube da, wenn ihr mehr Folgen von mir sehen möchtet. Die weiteren Zivilisationen, die dazugekommen sind, habe ich in dieses Let's Play eingebaut. Insofern einfach lang genug dranbleiben. Freue mich schon sehr darauf, mit denen zu interagieren. Und insofern starten wir die Partie. Und eventuell lernen wir ja, wenn wir diese Schiffe hier oben ausgeschaltet haben, mit unseren Galeeren ein bisschen mehr von der Welt kennen. Und dann auch die neuen Anführer vom Leader Pass. Viel Spaß mit der neuen Folge. Los geht's. Der Widmungsbonus ist ausgelöst. Schiffsbau hat den Boost bekommen wegen der zweiten Galeere. Das haben wir so vorangetrieben. Unser Speer steht hier extrem gut und wir haben jetzt ganz, ganz schnell hier Meter zu machen. Wir müssen vor allen Dingen den kurzen Weg hier decken. 5 Runden wird das dauern mit dem Bogenschützen hier durch. Aber das hier wollen wir auf jeden Fall verhindern, dass wir entdeckt werden von dem Speer, der hier irgendwo auftauchen wird. Insofern muss der Krieger hier auch schnell wieder raus. Und wir können uns durchaus vorstellen, noch einen weiteren zu setzen, weil wir in 2 Runden können wir den Campusbezirk setzen. Es ist echt knapp. Regierungsplatz wäre möglich. Bauen wir aber aus Washington heraus. In Boston sind wir beim 4. Bürger schon. Das ist relativ viel. Und den Campus hier kann ich nicht setzen, weil ich den von hier unten setzen möchte. Und dann komme ich da oben nicht mehr hin. Insofern gehen wir tatsächlich auf den Bogenschützen für 2 Runden. Und gucken, dass wir jetzt hier aktiv werden gegen die Flotte der Barbaren. Attackieren hier einmal und attackieren hier zweimal und haben damit das erste Schiff ausgenommen, beziehungsweise aus dem Spiel genommen. Bogenschütze geht los. Gucken, wo hier der Speer eventuell kommt. Das kann nicht lange dauern. Bronze ist der Spiegel der Form. Wein ist der Spiegel der Seele. Können das Lager bauen, finden potenziell oder eventuell Eisen und können Regenwald aufdecken und Eisen abbauen. Oh, und wir finden hier Eisen. Das ist natürlich großartig. Insbesondere, weil es uns hier nicht den Campus zerstört. Es ist ja auch auf dem Hügel gelegen. Finden wir mehr Eisen, was wir zukünftig abbauen können und eventuell verhandeln können. Es gibt nur 2 Ergebnisse. Hier unten noch tatsächlich, bei der Stadt, die wir noch zu gründen haben. Das werden wir sicherlich auch noch hinbekommen, da das Eisen abzubauen. Hier müssen wir klug handeln. Wir werden das Schiff hier heilen lassen. Und die Galeere hat 3 Fortbewegungen. Das heißt, die kommt sogar bis hierhin. Wir müssen hierhin ausweichen. Für den Moment. Haben natürlich gute Sicht und gucken, wo wir angegriffen werden potenziell. Ah, und hier... Ja, wow. Hier kommen wir auch nicht dran. Wir verfolgen auf jeden Fall mit dem Krieger schon mal den Speer. Aber den jetzt hier noch einzufangen, das wird ein interessantes Unterfangen. Fortbewegungskosten hier 2, das heißt, wir müssen über den Berg drüber. Oh, und er kann hier frei durchlaufen auf der Wüste. Wow. Da müssen wir jetzt flott sein. Schiffsbau geboostet, Währung geboostet. Wir können jetzt echt gucken, was wir hier machen. Abbau vor Stein noch nicht so notwendig. Häfen noch nicht zwingend notwendig. Aber wir haben ja Monopole und Kooperationen als Spielmechanik freigeschaltet. Insofern gehen wir mal auf die Währung und dann potenziell auf die Industrien. Und jetzt müssen wir hier gucken, wie wir hier den Speer wieder einfangen. Das war eine Runde zu früh. Und vor allen Dingen die falsche Route. Und jetzt vor allen Dingen jetzt schon da. Ah, das ist bitte... Oh, und hier kommt das nächste... Die nächste Galeere. Hier müssen wir sehr, sehr schnell jetzt agieren und vor allen Dingen hinterher. Die Frage ist, ob wir noch eine Galeere hinterher schieben. Bogenschützen nehmen wir mal raus, wenn uns hier eine wegfällt. Wir versuchen, ihn mal wegzulocken. Vielleicht kann uns die schottische Galeere helfen. Wir müssen im Prinzip alles von der Stadt weghalten und von unseren Schiffen, die wir nicht aufgeben wollen. Und haben hier unten die Barbaren-Problematik. Also es ist gerade relativ spannend.
ohne dass wir Stress mit anderen Zivilisationen hätten. Die schottische Galeere kommt näher. Hier unten ist auf jeden Fall der Kontakt hergestellt. Wir können hier von dem Hügel gleich immerhin schießen, aber das geht jetzt relativ schnell mit den Einheiten und das könnte bitter werden. Campus in Washington abgeschlossen. Das ist nur eine gute Nachricht. Kornspeicher brauchen wir bei weitem noch nicht. Stadt wächst jetzt gerade richtig langsam, muss ich sagen. Aber da der Campus da ist, können wir jetzt vielleicht mal kurz umswitchen. In zwei Runden dann das Wachstum. Und gehen tatsächlich auf die Bibliothek, weil wir momentan nichts anderes zur Verfügung haben. Nächster Vulkanausbruch hier unten. Wahnsinn. Sechser Nahrungsfeld. Also da den nächsten Siedler hinzuschicken, ist hochinteressant. Inklusive der Eisenressource. Hier bricht jetzt eventuell die Hölle über uns herein, weil wir auf Gottheit spielen. Na, und die schottische Galeere haut ab. Gemäßigte Flut. Zwei Felder beschädigt, zwei gedüngt. Wohnraum benötigt. In Charleston auch. Wir brauchen einen Handwerker, den können wir uns Gott sei Dank leisten. Die Frage ist, was brauchen wir noch? Hier wird jetzt auf jeden Fall der Speer vernichtet. Wir ruhen hier noch eine Runde aus. Können uns das hier nicht leisten. Die Einheit wird hier irgendwo sein. Und überspringen diese Runde und hoffen, dass jetzt hier nur... Boah, ja, das ist bitter. Ein Speer hätten wir eventuell auch erstmal sein lassen können. Hier kommen jetzt Einheiten. Hier ist die Frage, wie gehen wir geschickt vor? Hier können wir noch einen vorgehen. Gleich kommt die nächste Galeere hinzu, dann haben wir auf jeden Fall eine Überhand. Frage ist, welche Einheit kommt jetzt hier raus? Suzerän-Status in Maskat tatsächlich aufgeben müssen. Ja, es sind Gott sei Dank nur Kriegereinheiten, um es mal so zu formulieren. Und trotzdem haben wir da einen riesen Stress. Stehen von hier relativ gut, um uns potenziell zu verteidigen. Nehmen hier die Beförderung dankenswerterweise mit und stellen uns hier in den Weg und fahren hier runter, um mit der dritten Galeere auszuheilen. Das ist ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Bogenschütze notwendig, zwei Runden, um hier weiter zu helfen. Können den hier eventuell retten. Fokus liegt jetzt natürlich komplett auf der Verteidigung. Bekommen Zeitalterpunkt. Reich ist nicht wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. Haben die Industrien über die Währung. Politik ist die Kunst des Möglichen. Und die politische Philosophie ist da und damit die nächste Regierungsform. Großartig, Regierung freigeschaltet. Was wollen wir? Landnahkampf, Kavallerieabwehr und Marinenahkampfeinheiten bekommen plus 4 Kampfesstärke. Das ist gerade gar nicht so uninteressant. Alle Städte mit einem Bezirk erhalten plus einen Wohnraum und eine Annehmlichkeit plus die Persönlichkeitenpunkte für die klassische Republik. Erträge für jedes Gebäude des Regierungsplatzes und Diplomatenviertel sowie für jeden Palast. Für die Autokratie 10 Produktion für Wunder. Ich sehe uns momentan keine Wunder bauen. Insofern ist es, weil wir... Also nehmen wir die Seefahrtindustrie noch mit. Wir brauchen gerade die Kampfkraft gegen die Barbaren. Wir gehen auf die Republik und setzen die Joker-Karte dafür ein. 2 Zeitalterpunkte für die neue Regierungsform. Wir gehen auf die Disziplin. Plus 5 Kampfstärke beim Kampf gegen die Barbaren. Wie früher, wie es so schön heißt. Nehmen die Rekrutierung für ein bisschen extra Gold. Na, wobei die Wissenschaftlerkarte ist gar nicht so blöd. Und ein Siedler wird sicherlich auch demnächst wieder produziert. Die Frage ist, jetzt oder später? Ich glaube, wir müssen schon Richtung Siedler gucken. Wir sind Runde 63. Insofern gehen wir hier auch direkt auf den Siedler in Washington und nehmen die Bibliothek erstmal noch raus. Können hier die Galeere befördern. Kampfstärke gegen Marineeinheiten. Super. Attackieren hier.
und erholen uns in Boston. Oh wow, hier ist noch eine... Okay, jetzt haben wir zumindest die gute Sicht. Ich wollte mich hier schützen und ausheilen. Das funktioniert freiredend nicht. Gehen noch eins zurück. Nehmen die Militärtradition, weil wir gerade Nachbarschaft-Flankierungsbonus gut gebrauchen können. So, und sind im normalen Zeitalter jetzt schon angelangt. Für die nächste Zeitepoche. Heldenzeitalter sind noch 14 Punkte. Da ist noch ein gutes Stück hin. Der Schiffsbau wäre in 9 Runden da. Was wollen wir als nächstes? Wir wollen sicherlich zu den Industriegebieten. Und müssen dafür über die Reiterei. Nächste Runde, der nächste Bogenschütze da. Das gibt uns einen relativ guten Vorteil, würde ich mal behaupten. Oh, hier kommt die nächste Einheit. Wow, und jetzt werden wir hier... Ah, sehr gut. Die Beförderung kommt rein. Das hilft uns relativ viel, würde ich mal behaupten. Jetzt ziehen wir noch eins zurück. Frage ist, bleiben wir auf dem Hügel stehen für die bessere Verteidigung? Warum eigentlich nicht? So, und können es uns jetzt hier leisten, tatsächlich in die weite Welt aufzubrechen. Heilen hier noch ein bisschen aus. Bogenschütze war fertig. Ja, und jetzt können wir endlich den Campus setzen hier. Wenn wir den Handwerker kaufen, könnten wir allerdings hier noch die Erträge raus... Ah, das ist gut. Wir nehmen den Handwerker, werden hier den Regenwald abholzen, um ein bisschen Produktion hinzuzubekommen einmalig. Und dann hier unten die Felder wieder reparieren. Handwerker bitte an der Stelle. Gehen hier hoch und verzögern das und nutzen die Möglichkeit noch einen weiteren... Ja, wobei, hier ein Siedler jetzt, weil wir die Karte drin haben. In Charleston ist das Monument durch. Ja, wir nehmen sofort den 5er Campus für 70 Gold. Das ist ein Riesenertrag. Eigentlich wollte ich Richtung Kultur gehen, aber die Nachbarschaftsboni, die wir hier haben, führen uns auch gut in Sachen Wissenschaft hier voran. Und jetzt gucken wir natürlich, was hier oben auf dem Hügel passiert. Die Schafe sind unsere Freunde. Gegen die Barbaren. Es sind einige. Wow. Und da sieht er echt schwach aus. Tapferkeit ist es, wenn du der Einzige bist, der weiß, dass du Angst hast. Wir schießen hier allerdings sehr, sehr gut. Und nehmen den ersten Barbaren raus. Wir verschanzen uns hier. Das müsste... Langt das gegen 2? Wenn ich mich hier rüber rette, greift uns nur einer an. Ich glaube, das ist besser. Oh, und wir erkennen... Ego Caesar. Qui albibus senatoque coniurationes equaliter extinguit. Sehr schön. Wir lernen Julius Caesar kennen. Ersticker von Verschwörungen, ob in den Alpenwäldern oder im Senat. Eine neue Ziff im Leader Pass, die es kostenlos zur Verfügung gibt, wenn man seinen Account bzw. sein Spiel mit dem 2K-Account verknüpft. Es ist die Ehre, ihn kennenzulernen und das ist tatsächlich jetzt hier im neuen Leader Pass bei Civilization 6. Freue mich, dass die erste Ziff uns also hier über die Quere läuft. Nehmen die Gastfreundschaft von Rom entgegen. Rom ist hier direkt im Osten. Relativ groß. 8 Einwohner. Und entdecken hier noch eine Galeere. Wir schicken eine Delegation. Was ist die Agenda? Hasst Barbaren. Mag Zivilisation die Barbaren Außenposten ausräumen. Mag keine Zivilisation die Barbaren Außenposten ignorieren. Na, dann werden wir ihm doch hoffentlich was Gutes tun. Hat noch keine Geheimgesellschaft. Erster Eindruck war schlecht, aber wenn wir hier unten das Lager ausnehmen könnten, würde er sich sehr freuen. Zeitalterpunkt gibt es gratis obendrein. Hier heilen wir aus mit unserem Schiff und wir gehen auf Drama und Dichtung, auch wenn wir kein Wunder momentan errichten. Das ist ein bisschen schade, aber für den Moment nun mal so. Werden wir hier attackiert oder lässt er uns gewähren?
Wir nehmen hier auf jeden Fall... Oh, hier ist sogar ein Schleuderschütze. Also es ist relativ schwierig durchzukommen. Der Krieger hier unten wird fallen. Die Einheit heilt aus. Ja, schade auch, weil er hier befördert ist. Einfach, wir verschanzen uns, aber das wird nichts bringen. Gehen gerne in die nächste Runde, aber... Boah, er schafft es tatsächlich. Das ist ja verrückt. Die Frage ist hier, schieße ich? Und schieße ich doppelt und schaffe ihn hier eventuell schon? Es könnte reichen. Es reicht tatsächlich. Und das hier unten ist auch Wahnsinn. 11 Gesundheit. Wir verschanzen uns weiter. Aber das... Also, es wäre ein Wahnsinn, wenn die Einheit das überleben würde. Ja, und jetzt können wir tatsächlich unsere Galeeren zur Erkundung hier losschicken. Haben 3 Stück. So, und in Boston können wir jetzt hier das Feld hinzukaufen. Ah, wir können es nicht hinzukaufen. 75. Die haben wir momentan nicht. Diplomatische Gunst. Diplomatische Gunst wäre ein Thema. Boah, die ist aber auch nichts wert. Wow. Nein, da müssen wir noch einen kurzen Moment warten. In 2 Runden ist es dann soweit. Verlieren uns hier aber nichts, weil wir momentan eh den Siedler produzieren. Oh, und wir treffen den dritten Stadtstaat. Ayutthaya. Wahrscheinlich von Rom beeinflusst. Ja, und einem unbekannten Spieler. Da ist also noch jemand versteckt. Scheint mir hier ein Golf zu sein. Mal gucken, was die Minimap ausgibt. Tyrrhenisches Meer. Oh, und jetzt bin ich in der nächsten Runde tatsächlich gespannt. Hängende Gärten abgeschlossen. Was passiert hier? Wow. Habt ihr das gesehen? Oh wow, vor allen Dingen seht ihr das. Aber hier unten... Im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Also der Reiter ist da über die Reiterei. So weit, so gut. Die Einheit hier unten hat es überlebt. Das ist ja Wahnsinn. Die heilt hier jetzt natürlich aus. Bestmöglich. Kann nicht eingreifen. Oh, und hier sind wir leider gebunden. Die Frage ist, was können wir hier ausrichten? Können 1 zurück. Die Einheit von hier kommt höchstens 2 nach vorne, kann dann aber nicht mehr schießen. Das Blöde ist, dass wir von hier diese Einheit nicht treffen. Hier gehen wir 1 zurück, um schneller zu heilen. Und dann machen wir es uns relativ einfach. Die Einheit wird aus... Boah, welche Einheit wird rausgenommen? Wenn wir die angreifen, könnten wir 2-mal getroffen werden. Das wäre unser Ende. Wir müssen es so machen. Und die Beförderung ist verfügbar für den Bogenschützen. Sehr gut. Mehr Annehmlichkeiten in Boston benötigt. Und entdecken hier so ein bisschen die Küste von Rom tatsächlich. Die Frage ist, können wir alle Einheiten hier halten? 14 Runden noch für den Campus in Charleston. Das ist relativ lang. Hier wurden wir jetzt nicht attackiert. Wo wir attackiert werden könnten, ist hier. Das ist blöd, weil wir auch hier uns nicht retten können, nach links. Aber wir können die Einheit hier rausnehmen. Ich hoffe, das langt gegen diese hier. Eigentlich will ich mich befördern. Aber wir müssen sie hier rausnehmen. Sonst ist da oben die Einheit vermutlich futsch. Hier unten wird sich regeneriert, was einigermaßen erstaunlich ist. Wow, das sind viele Einheiten. Haben wir mal kurz hingeguckt. Der Handwerker kann nun auf diesem Feld... Na, wir brauchen noch 58 Produktion. Und es gibt 21. Den Siedler hier ein bisschen schneller dazu holen. Dann sind es 2 Runden und wir gehen hier 1 runter.
Und in der nächsten Runde sehen wir tatsächlich, ob hier der Bogenschütze überlebt. Das wäre extrem wichtig. Ja, und es scheint zu klappen. Ausgezeichnet. Da können wir auch dann tatsächlich angreifen. Oder uns zuerst befördern. Ich glaube, wir nehmen die Befördern. Wobei, wenn wir zwei nach hinten gehen, wir greifen das erste Mal an. Wenn er eben schon nicht angegriffen hat, er wird dadurch nicht stärker, weil er eine verwundete Einheit ist. Hier unten, der Krieger macht das sensationell. Wohnraum benötigt. Auch in Charleston, wo wir momentan aber keinen Kornspeicher errichten können. Nein, hier gehen wir zurück, weil wir in der Stadt am schnellsten heilen. Gehen noch eine Runde weiter, da nehme ich euch noch mit. Gerne ein bisschen Überlänge in dieser Folge, weil es hier so auch kampflastig war an der Stelle. Ja, und jetzt ist der Siedler da. Der in Washington kommt noch. Wir kümmern uns aber erst um diese Einheit hier. Die fällt jetzt. Ah nein, und hier geht's gerade so nicht durch. Geht's hier unten weiter. Das könnte sein. Das ist doch mal ein schöner Cliffhanger. Gehen hier eins weiter vor und mit dem Siedler können wir entscheiden, wo wir hingehen. Wow, damit ist die fünfte Folge gesetzt. Wo geht der Siedler aus Boston hin? In fünf Runden der Siedler aus Washington. Das sind zwei Städte, die potenziell gegründet werden. Hier, die ist schon Wahnsinn, weil die wirklich mit der Oase tatsächlich an Süßwasser liegt. Großen Wohnraumvorteil dadurch genießen wird und hier sehr gute Felder hat. Das einzige Problem sind da noch die Barbaren. Der nächste Siedler kann hier runter zum Wahnsinnsfeld. 6 Nahrung, 2 Produktion, 1 Wissenschaft am Vulkan Novarupta. Und ansonsten stellt sich noch die Frage, wohin kann diese Galerie hier aufbrechen? Was finden wir hier im Südosten? Noch eine kleine Insel? Irgendwas Besonderes? Ein Naturwunder? Wir sehen es in der 5. Folge des neuen Leader Passes hier mit Civilization 6 Let's Splinter, den Amerikanern, Abraham Lincoln und allen, die dabei sein wollen. Insbesondere euch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst mir auf YouTube doch gerne ein Abo da. Oder wie ich letztens gesagt habe, lasst mir ein YouTube auf dem Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.